Was geht ab, meine Rosie-Fighter, Osario, und heute im Super Battle Road mit einem super physisch Team. Warum? Heute testen wir Super Vegeta. Was heißt Super Vegeta? Den neuen Vegeta als Leader im Super Battle Road. Wir haben jetzt zweimal den Leader Vegeta, Super Saiyan Vegeta. Und wir haben ja auch keine Pure Saiyans Charakter hier drin. Warum? Wie? Weshalb geht das? Na logo, Freunde, denn Vegeta gibt ja auch der Super Class. Den Super Class Charakter, ich wollte schon Kategorie sagen, aber den Super Class Charakter gibt auch Ki plus 3 100%. Ist wenig, dennoch interessiert mich, dass wie das Ganze hier verlaufen wird. Dementsprechend sieht mein Team folgendermaßen aus, Freunde. Super physisch Team mit reingenommen und wir gucken einfach mal, wie das Ganze jetzt verlaufen wird. Und zwar, wie machen wir das Ganze? Elegoid hat immer noch wirklich eine sehr gute Defensive. Ja, let's go, dann würde ich mal sagen, wir gucken uns das Ganze an. Super Battle Road, immer so eine Sache, kann nach hinten losgehen, sofort, ja, in einer Sekunde kann es wirklich nach hinten losgehen, deswegen muss ich mich auch ein wenig konzentrieren, aber ja, ich habe mir vorgenommen, Friend hat by the way ein Dupe, ich habe mir vorgenommen, LR Gogeta mit Super Saiyan Vegeta in der Rotation zu halten. Warum? Es funktioniert, prepare for battle, Super Saiyan, Fierce Battle und Golden Warrior, genau, und Golden Warrior und die andere, ah, die andere ist broken, die andere wollte ich C17 mit LR Bardock. Warum? Wenn LR Bardock gegen mehr als einen Gegner kämpft, bekommt er 60% Verteidigung. C17 bekommt eine Damage Reduction von 40%, wenn die HP 77% und drunter sind. Und zudem gibt er jeden Ki plus 3 auf die Verteidigung 60%. Heißt, mit diesem Ki plus 3 Boost will ich auch noch LR Bardock dazu bringen, dass seine Ultra Super Attack startet, damit er zielen kann. Und zudem bekommt er noch C17 hier 120% auf den Angriff und verringert auch noch. Moment. Verringert auch noch. Wer hat mehr Verteidigung? Leon der Schild 93.000. Eigentlich würde ich gerne. Lass das Ganze mal so. Denn der kann auch zielen. Der soll mal Tauber Weiß zielen. Und Kevlar kann dann hier an der Schild hier noch drauf. Genau. Und C17 tut ja noch Angriff und Verteidigung verringern. Ich glaube, ich habe es gesagt. Aber C17 tankt wirklich sehr gut. Also, wenn ihr C17 habt, könnt ihr ihn auf jeden Fall mitnehmen für super physisch, super Battle Road. Weil er eben eine Damage Reduction bekommt. Und der Plan ist dann eben mit dieser Konstellation dazu, LR Bardock zu bringen. LR Bardock wird auch gut tanken, weil wenn er gegen einen kämpft, dann bekommt er Ki, aber wenn er gegen zwei oder mehr kämpft, dann bekommt er nicht mehr Ki, das ist dann entweder oder, sondern 60% Verteidigung, aber ich will mit ihm dann im Super Battle Road speziell seine Ultra Super Deck starten, damit er zielen kann und deswegen habe ich ihn mit C17 in der Rotation gesteckt oder das habe ich quasi jetzt vor. Genau. LR Great Saiyaman, sehr, sehr wichtig, Freunde. Ein sehr guter Free-to-Play-Charakter. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr euch ihn holen könnt, ich habe dazu einen ausführlichen Guide gemacht. Ich werde den Link in die Beschreibung setzen. Ansonsten sucht am besten auf, schreibt in YouTube, sucht gleich der Osaru LR Great Saiyaman und okay, Moment. Der macht es ein bisschen schwierig mit der Ki. Ding ist gesealt, richtig. Dann gehen wir mal gezielt auf den und hier wollen wir jetzt an der Stelle erstmal. Wir haben noch keine Super-Attack bekommen, das ist sehr gut. Aber es könnte halt jederzeit passieren. Beziehungsweise, wenn er eine ulten würde, dann der Dackel da hinten. Deswegen will ich den mal auslöschen. Guck mal, ob das Ganze klappt. Und genau, warum LR Great Saiyaman? LR Great Saiyaman ist sehr gut. Zum einen Ki plus 4 für Superclass-Verbündete und einen Verteidigungsboost. Das gucke ich gleich rein. Sollten 50%, glaube ich, sein. Verringert die Defensive der Gegner um minus 70%. Das Geniale ist für Super Battle speziell. Mit der ersten Super, habt ihr das gesehen? Geil. Mit der ersten Super Attack tut er den Gegner zielen. Mit der zweiten, also mit seiner Ultra Super Attack, erhöht er den Angriff aller Verbündeten um 30%, aber für 2 Runden. Und LR Great Saiyaman als Supporter tut man ja rein und raus rotieren, aber weil er es für 2 Runden macht, bekommt die Rotation danach auch durch die Ultra Super Attack seinen Support Aspekt. Nämlich genau 50% waren das. Und Extreme Class, okay, Extreme Class Gegner waren minus 70%. Und genau das ist an der Stelle für 2 Runden dann, wie das hier Ganze alles steht. Genau, ich wollte das im Super Battle Road selbst. Moment, jetzt haben wir Vegeta hier drin. Ja, nicht schlimm, lass mal Vegeta hier drin. Und nee. Ich will den ziehen. Also eine Super Attack würde auf jeden Fall dennoch wehtun. Auf jeden Fall. Oh, genau. Ja, ich wollte das auf jeden Fall jetzt so im Spiel erstmal auf der ersten Stage erklären, weil sonst würde das zu viel Zeit nehmen. Wir wissen ja, Super Battle kann auf jeden Fall lange gehen. Aber das sind wirklich coole Charaktere, Freunde. Ihr könnt uns gerne wissen lassen, wie sahen denn eure Super Battle Teams aus. Das wird nicht viel Schaden machen, weil ich habe permanent seinen Angriff gesenkt. C17 ist tanky, also C17. Im Anime-MVP, im Super Battle so oder so oder auch an sich so oder so. Deswegen C17, deswegen habe ich so gesagt zum Beispiel, dass als er auf JP in dem Banner von FIFA und Vegeta war, einfach mitnehmen. Wenn du ihn ziehst, du hast keinen Nachteil von C17, ja. Dort, wo du ihn nutzen kannst, wird auf jeden Fall seinen Job gut machen.
Und das macht auch tatsächlich. Und der Dackel ist jetzt gesiedelt, der hat Angriff verloren, Verteidigung verloren. Der wird uns nichts mehr machen, das kann ich euch garantiert, Freunde. Der wird da nur noch Mutter sehen. Hey, jetzt guck mal, lass mal Vegeta tanken, wie gut er das Ganze tankt, komm. Jetzt schau mal Vegeta dahin. Und ihr seht es, ja. Warum habe ich jetzt Vegeta genommen, warum bin ich in physisch Super Battle Road gegangen? Nun gut, zum einen, diejenigen, die neue Vegeta gezogen haben und super physisch mal nicht geschafft haben, Vegeta ist ein guter Leader dafür. Außerhalb von den super physischen Leader wie 3V Gotenks. Problem bei 3V Gotenks ist, der bekommt aufs Maul. Der hat kaum Verteidigung. 3V Gotenks. Der bekommt wirklich viel Schaden, sage ich mal. Aber ihr könnt natürlich auch LR Gogeta als Leader nehmen, aber nicht jeder hat auch LR Gogeta. So, wisst ihr, meine Linien, die jetzt quasi Vegeta gezogen haben, ihr könnt euch vielleicht rantrauen mit ihm als Double Leader. Pure Saiyans Ki plus 305% und nicht vergessen, Super Class Ki plus 300% und man sieht's. Verdammt nochmal, es funktioniert und das freut mich gerade richtig. So, genau, und das. Ah, okay, okay. Kommen wir mit. Ja, mit Bardock sollten wir aufs Ding kommen. Mit Bardock werde ich Freezer ziehen. Bardock seine Ultra Super Attack ist ja auch ein Ziel. Und mit Allegrate Simon werde ich auch ziehen. Wer greift da hinten noch an? Sabon. Und ja, der hässliche Dackel da. Dologia. Und also Allegrate Simon ihn ziehen. Oh, healen? Healen? Ja, nein. Ah, eigentlich würde ich das gerne mal so probieren. Aber ich will auch kein Risiko angehen. Wir nehmen mal dieses hier. Wir nehmen mal das hier. Das sollte uns auf jeden Fall gut tun. Ja, Freunde, man kann auch Super Battle Road ohne Items schaffen. Bin ich. Das geht. Da haben einige geschafft. Das geht auf jeden Fall. Vor allem super physisch ist da so ein guter Kandidat. Aber ihr merkt schon, hä? Wo ist ein Vegito Blue? Wo ist Super Vegito? Ich habe auf die verzichtet. Ich habe auf die verzichtet. Die nimmt man oft mit. Zumal, sage ich mal, mein Super Vegito physisch, der hat keine Dupes. Der bekommt schon viel Schaden von Auto-Attacks, sage ich mal. Also. Ja, im super physisch Super Battle Road eher weniger, weil er permanent Typenvorteil hat. Aber ich habe vorhin Majin Buu Saga gemacht auf JP und er hat schon gut Schaden bekommen. Und wenn er meine Ultra Super Attack bekommt, dann hat er keine Damage Reduction, was kein Auto Attack ist. Aber wenn ihr einen mit Dupes hat oder so, nehmt ihn nur mit rein. Nur ich wollte mal andere Charaktere nehmen, vielleicht, die man nicht so gesehen hat. Oder in dem Fall, ja, was heißt andere Charaktere? Jetzt 17 haben sicherlich auch von euch viele genommen. Die haben das sicher, ihr habt das sicherlich auch gemerkt, wenn ihr 17 hattet. Aber einfach mal andere Charaktere mitnehmen, beziehungsweise speziell Double Lead Vegeta. Und guck mal, die zwei sind gesealed. Raus mit euch, Freunde. Das macht so viel aus, wenn ihr auf sowas achtet. Wenn ihr Sealer mitnehmt und so und so fort. Und jetzt löschen wir mal den hier damit aus, genau. Und also die sind halt gesealed. Wisst ihr, was ich meine? Für die Runde, in denen die sealed, können sie keine Super Attack machen und in der drauf. Und wenn eure Charaktere das tanken, braucht ihr keine Angst haben. Das ist, also wenn ihr Sealer mitnehmen könnt, involviert das auch mit ein. Oder Stunner im Super Battle Road. Additional Attack, nice, sehr schön. Und bis jetzt funktioniert doch gut, ey. Gucken wir mal. Könnte wirklich ein sehr guter Run werden. Aber ja, ihr merkt schon mittlerweile, wenn man hier die Powerhouse-Charaktere hat, dann geht das schon ab, sag ich mal. Aber, genau, ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen vielleicht damit helfen, dass ihr auch auf jeden Fall Vegeta nutzen könnt als Super Physisch Leader. Geht auch, by the way, in den Super Class Super Battle Road, also in eine Kategorie. Da könnt ihr Vegeta auch nehmen. Ihr könnt dann ein Pure Saints Team bauen. Indem wir dann einfach, Moment, wollen wir den, wir sealen Freezy. Ah, nein, das wird kein Ziel. Ah, ich hätte. Ne, so wäre das auch 17 Ki, okay, passt. Auf Freezer ist jetzt leider kein Ziel, macht nichts. Freezer werde ich trotzdem weiterhin nerven. Ich werde mal seinen Angriff senken und so fort. Und dann nehmen wir mal Freezer an der Stelle hier raus. Und genau, denn wenn ihr da quasi ein Rainbow Pure Saints Team baut, könnt ihr auch mit Vegeta als Leader in Super Class Super Battle Road rein, also wo ihr quasi nur ein Rainbow Heroes Team mitnehmen dürft. Und Bardock hier an der schon mit der Additional Attack, sehr schön, mein Boy. Und ja, genau. Freunde, wenn euch das Ganze bis jetzt schon gefallen hat, sage ich in letzter Zeit oft so in der Mitte, aber ab und zu gibt es so eine Lücke, da weiß ich nicht, was ich sagen soll. Oder dann im Endeffekt, ja, am Ende des Videos, schaut euch am besten erstmal alles ruhig an. Wenn euch das Ganze im Endeffekt gefallen hat, könnt ihr ganz auf jeden Fall gerne ein Like geben und. Falls ihr neu seid, Freunde, und euch das Ganze, wie gesagt, gefällt, dürft ihr dem Ganzen auch gerne ein Abo geben. Jede Unterstützung zählt und über jede bin ich auf jeden Fall dankbar. Oh mein, ja, wir sind erst bei der zweiten Transformation und schon sind die Gegner hier am Verrecken. Das will ich sehen. Das will ich sehen. Das ist sehr gut. Und Sabon, das ist so genial, dass Allegrate Simon auf der ersten Super Attack sein Ziel hat. Und er gibt ja Key plus 4 für jedermann. Wie tankst du das? Sehr schön, sehr schön, sehr, sehr schön. Das ist. Das gefällt mir, Freunde. Das gefällt mir, wenn ich sowas sehe von einem Charakter, der nicht nur quasi in einer Sache gut ist, sondern in mehreren Sachen. Hier, normal, allgemein, Doken Event Leader, tralala, offensiv, defensiv, Linkskills, passive, Super Battle Road, Battlefield. Haben wir daraus kurze Line gemacht. Nee, okay, weiter geht's. Gut, Bardock wird ja auch sehr, sehr gut tanken. Wir sind unter 70%, sollten wir sein. Ja, sind wir auf jeden Fall. Also, unser Boy.
C17 ist auch tanky. Wir wollen Cooler mal ins Visier nehmen, dessen Verteidigung wollen wir senken. Aber ihr seht auch schon, ne, wie funktioniert das mit Bardo, Freunde? Folgendermaßen. Attack Nerf 70% konstant, wenn er eine Ultra Super Attack macht, 30% drauf, wird separat kalkuliert, sind glaube ich dann 121% auf den Angriff. Aber wenn er gegen einen kämpft, Ki plus 4, wenn nicht, gegen 2, dann 60% auf die Verteidigung. Also die Ki plus 4 bekommt er dann nicht. Deswegen wollte ich ihn mit, wie heißt mal mein netter Boy, C17 in der Rotation halten, aber es kann ja nicht, es kann nicht immer auf die Ki kommen. Ja. Also ihr seht es ja, wenn der Ki fehlt, dann fehlen die halt einfach. Oh, ich habe mich an der Stelle gar nicht, kein Item genutzt, gar nichts. Muss ein bisschen aufpassen, ist immer noch ein super Bad Road, ja. Eine super Attack könnte auf jeden Fall wehtun, vor allem wenn man frisch anfängt. Wir bekommen, oh, gerade wollte ich sagen, aber komm, du tankst das gut. Du hast deinen Angriff gesenkt, Damage Reduction, sehr schön. Aber die anderen könnten gut Schaden bekommen. Wobei Barduk hat auch eine so gute Defensive. Ich hätte mich healen sollen, ich hätte ein Item nutzen sollen, macht keinen Käse, komm. Aber gut getankt, gut getankt. Cooler hat schon super Attack gemacht. Ich wehe, wehe, du greifst an. Ey, Cooler, mach langsam. Also, gut, okay, haben wir noch überlebt. Jetzt haben wir sogar einen Doka-Mode. Und den würde ich gerne eigentlich Elagueta gönnen, aber Deck bekommt keine Ultra-Super-Attack. Ich gönne es Vegeta. Gucken wir einfach mal, der bekommt den Doka-Mode von mir knallhart rein. Und dann heal ich mich aber mit diesem Item hier. Gebe ich noch eine schöne Damage-Reduction. Wir wollen auf Nummer sicher gehen, wir wollen das im Endeffekt noch gewinnen. Ist das, meine Freunde? Und bis jetzt haben wir gute Items, deswegen wollen wir noch eins draufbauen. Komm, einfach auf Nummer sicher gehen, das Ding hier gewinnen. Darum geht's. Wenn es zum ersten Mal macht, Freunde, geistig mit Items und so, sondern versucht das ordentlich zu machen, ordentlich zu schaffen. Weil im Endeffekt wäre es dann schade, wenn es an einem Item liegt, weil mit dem ihr gegeizt habt. So, wisst ihr, was ich meine? Gut, weil bis jetzt haben wir gut Item, also wir haben kaum Items von uns, deswegen passt es auf jeden Fall. Ja, warum haben wir es Vegeta gegeben? Elagueta kam nicht auf seine Ultra Super Attack, aber mein Freund Vegeta, ich weiß by the way nicht, wessen Friend das ist, könnte sein, dass von Azeli ist, mal Boy, denn er hat einen Dupe Azeli. Schöne Grüße, wenn es deiner ist, wenn nicht, auch schöne Grüße an den anderen, ja, den ich hier nutzen durfte. Mit einem Dupe hat er aber leider nicht gekrittet. Spaß, alles gut, er hat auf jeden Fall gut Schaden gemacht. Wen hat er alles rausgenommen? Der hat alle zerfetzt. Vegeta! But there's one thing that Saiyan always keeps. Und dann schreit er so, his pride! Die Majimeta-Szene, die Flashbacks. Wenn ihr euch das mal gibt, Freunde, dann... Der war schon crazy drauf, der Dude, wenn ich ehrlich bin, Vegeta. Der muss auch nicht gut, böse, böse, gut, gut, böse. Dann ist er total getickt, Majin-Form. Keiner weiß. Hat ein pinkes Hemd mal angezogen, wurde übel gemütlich. Der hat schon alles durchgemacht, Charakterentwicklung on point. Jetzt aufpassen! Warum? C17 hat keine Damage Reduction. Auf jeden Fall aufpassen. Eigentlich könnte man auch auf jeden Fall Great Simon mit Bardock spielen. Sie linken sich gut, ihr merkt es. Und er gibt ihnen auch Ki plus 4. Tatsächlich. Das kann man auf jeden Fall auch machen. Great Simon hat hier noch an der Stelle sein Ziel. Deswegen ziehen wir Boo. Wir ziehen Boo. Vor denen habe ich ein bisschen mehr Respekt. Dann gehen wir mal gezielt auf Babidi. Und, ja, weil wir so gute Items haben, komm, aktivieren nochmal einen Icarus drauf, hinterher. Und dann nehmen wir noch mit C17 hier diese Orbs ein. Ja, ich hätte Boo angreifen sollen mit C17, weil er seinen Angriff senkt. Und beim Super Bedrock, Freunde, müsst ihr auf sowas auf jeden Fall bitte sehr aufpassen. Auf die Debuffs, die eure Charaktere haben, sie ziehen und auf die richtigen Charaktere setzen. Ja, hier wäre es auf jeden Fall besser, wenn Boo seinen Angriff gesenkt, weil Boo macht hier mehr Schaden. Üblicherweise ist es so, dass der Charakter ganz rechts der Schwächste ist, ja, und dann könnt ihr euch von rechts nach links abarbeiten. Aber am Anfang habt ihr gesehen, da war Freeze auch ganz kurz Low Life, da habe ich ihn halt mitgenommen. Aber Freezer war halt der stärkste Charakter so in der Rotation und hier ist es Boo an der Stelle. Deswegen wäre es gut, wenn ich mich darauf konzentriere, dass ich seinen Angriff und seinen sofort senke und Babidi halt erstmal raushaue. Ja, und solange ich das mache, tue ich dann Boo immer debuffen, so. Das ist so eine gute Vorgehensweise auf jeden Fall. Genau. Und? Ich wollte erstmal auf den gehen. Babidi. Irgendwas gedrückt gerade. Ich war gerade verwirrt, weil ich hatte gerade im Kopf, mein Kopf hat gespeichert, Boo debuffen, aber wie geht, er kann das ja nicht. Egal, nicht schlimm. Ja, funktioniert wirklich sehr gut, um echt zu sein. Ich denke, das wird bei meinem Superphysisch Bestzeit. Könnte auf jeden Fall gut sein, weil ich habe Superphysisch, glaube ich, einmal gemacht, als ich es geschafft habe. Und das war es dann auch. Und ja, bis jetzt funktioniert es wirklich doch sehr, sehr gut. Das ging echt zügig. Freut mich auf jeden Fall. Natürlich, hier sind drei Elec-Charaktere, tralala oder 3A. Eine davon ist aber Free-to-Play, könnt euch auf jeden Fall lohnen. Die andere, wenn ihr sie habt, rein damit. Wenn nicht, Freunde, hilft euch auf jeden Fall aus. Ich habe an sich ein Video gemacht. Moment, oh, das gefällt mir.
Wir ziehen mal wieder Boo ganz schön. Und Barbie die dann mit Great Cyberman. Und dann gehen wir noch mit Kevlar Kid drauf. Ich habe an sich ein Video gemacht, in dem ich, das ist auch in der Super Battle Road Playlist. In dem Video zeige ich meine ganzen Super Battle Road Teams, mit denen ich mal es zum allerersten Mal, glaube ich, geschafft habe oder an sich mal geschafft habe neulich. Also da könnt ihr euch auch auf jeden Fall dran orientieren. Falls ihr fragen habt, welche Charakter kann man dann noch mitnehmen und so und so fort. Ja, wie gesagt, Vegito Blue würde gehen, aber müsst ihr aufpassen, da bekommt schon. Also in Super Physisch geht es, weil er dauernd Typenvorteil hat. Aber ja, doch, die kann man auf jeden Fall mitnehmen, Vegito Blue und Super Vegito, hier in den Super Physisch. Die haben einen überwiegend Typenvorteil, also die würden das schon noch verkraften, sage ich mal. Ein Gotenks, der hat auch ein Ziel am Start, zum Beispiel mit der Super Attack. Wir haben einen Super Sengoku, der eine High Chance zu Stun hat, der gegen Metal Cooler zum Beispiel. Und. Am besten mal selbst so in die Kraftlisten reingehen oder euch in den Kommentaren aushelfen, Freunde. Und genau. Ja, Ella Trunks. Auf Ella Trunks habe ich zum Beispiel auch bewusst verzichtet. Warum? Ella Trunks muss erst seine Verteidigung aufbauen, nachdem er angegriffen hat. Da wollte ich eher die Charaktere mitnehmen und an sich mal andere Charaktere, weil mit Ella Trunks habe ich es auch schon mal geschafft. Und ja, aber ihr merkt es, meine Damen und Herren. Es funktioniert auf jeden Fall. Und Boo jetzt. Boo an der Stelle, der ist so ein bisschen schon jetzt. Über den muss ich mir keine Gedanken mehr machen. Der ist gezielt, ich fange gleich seinen Angriff und so weiter und so fort. Und langsam, aber sicher nehme ich ihn dann quasi hier raus. Und das freut mich doch, dass das quasi geklappt hat, wie ich es mir vorgestellt habe. Und wie gesagt, ja, hatte ich im ersten Blick nicht auf im Blick, hahaha. aber nicht vor mir, sondern Ella Great Sam, Ella Bardock funktioniert auch sehr gut. Ja, das ist quasi das, was ich mit C17 gedacht habe, funktioniert mit Ella Great Sam besser, weil da haben wir beide ein Ziel drauf. Wobei auch, ja okay, C17 auch eine Damage Reduction hat und so, den kann man auf jeden Fall auch spielen, der tankt dann auch gut in der Rotation. Aber Ella Great Sam hätte noch Shattering the Limit, ja, und durch die Pässe noch Key plus 4. Aber sehr cool, dass wir das gesehen haben, dass das so gut funktioniert, man, wirklich. Das hat mich echt gefreut. Und ja, so machen wir jetzt weiter. Den tun wir jetzt mal sealen weiterhin. Und Bardock macht seine Ultra Super Attack. Da kriegt man Double Seal drauf. Vegeta greift an. Und langsam aber sicher wirklich nehmen wir hier Boo auseinander. Und ich habe mir gerade gesagt, könnte vielleicht eine Bestzeit werden. Aber ich unterschätze das immer. Guck mal, wie lange wir brauchen, um Boo rauszukriegen. Ich unterschätze das immer. Wirklich der letzte Gegner. Ich unterschätze den so immer. Weil die ersten 2, 3, die funktionieren so gut. Und dann denke ich mir, der letzte wird easy. Und auf einmal denkst du dir, HDF, bitte. Ulte mich nicht, mach alles richtig und was und so eine Fort, weil da kannst du halt wirklich ganz kurz mal nicht aufpassen und schon ist es aus, sag ich mal. Vegeta beendet das Ganze hier in der Buff-Form. Vegeta haben wir nicht mal zu einem Super Saiyan 2 gesehen. So gut war das, so gut war unser Versuch hier, Freunde. Dementsprechend wäre es zum Super Battle Road, Super Physisch mit einem Super Physisch-Team gegen Extreme Int. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Wie gesagt, ich wollte auf jeden Fall euch zeigen, dass ihr auch Vegeta, wenn ihr ihn gezogen habt, mitnehmen könnt oder sogar als Leader nehmen könnt und meiner Meinung nach eigentlich auch legit die bessere Wahl, also besser als Super Saiyan 3 Gotenks als Leader im Super Battle Road, weil Super Saiyan 3 Gotenks bekommt sehr viel Schaden, also der bekommt schon gut Schaden, weil der verliert ja auch einen Prozentsatz von der Verteilung von der Passive aus, aber ansonsten, wenn ihr Elegator habt, Elegator mit reinnehmen, der gibt ihr Fusion einen guten Boost, aber auch Super Physisch 90%, Vegeta gibt dann halt Pure Saiyans Key plus 350% oder Super Class Key plus 300%, das ist unser Versuch, Freunde. Ja, doch, Bestzeit. 17 Minuten zuvor waren es 22. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, dürft ihr den ganzen gerne auf jeden Fall ein Like geben. Und wir sehen uns auf jeden Fall das nächste Mal. Macht's gut, Freunde. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry.